und jetzt Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD, die heute auch schon mal erwähnt wurde. Meine Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für Europa. Da kann ich mich den Kollegen nur anschließen, denn mit Donald Tusk übernimmt ein überzeugter Europäer Verantwortung in Polen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die polnische Gesellschaft wieder zu einen. Das ist ein großer Gewinn für Polen, für seine Nachbarn und Freunde hier in Deutschland und für die Europäische Union. Die Vorgängerregierung der PiS hatte mit ihren Angriffen auf die Bürgerrechte das Land gespalten. Das zeigt aktuell der Vorfall im polnischen Parlament, als ein rechtsradikaler Abgeordneter mit einem Feuerlöscher die Kerzen des Chanukka-Leuchters während einer Feierstunde mutwillig gelöscht hat. Wir müssen diesen Hass überwinden, und deshalb ist es gut, dass diese Regierung nun keine Mehrheit mehr hat. Das ist eine gute Nachricht für die Demokratie, ein gutes Signal für den Europäischen Rat und ein gutes Zeichen gegen die Rechtspopulisten in ganz Europa. Und da ist es schon, Herr Merz, ein europapolitischer Offenbarungseid für Ihre CDU, dass Sie kein Wort zum Europäischen Rat verloren haben. Denn die Herausforderungen der heutigen Zeit können wir doch nur gemeinsam stemmen, gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, Europas und der Welt. Wir hatten über lange Jahre und Jahrzehnte wachsenden Wohlstand und sicheren Frieden. Wir hatten stabile Demokratien in Europa für gesetzt gehalten, für selbstverständlich. Doch die Welt hat sich verändert und mit ihr auch die Herausforderungen. Gerade in diesen unsicheren Zeiten müssen wir den Menschen Antworten auf ihre Fragen und auf ihre Sorgen geben, Verlässlichkeit gegen ihre Zweifel. Sie erwarten von uns Sicherheit und erhoffen sich eine Perspektive für ein gutes, ein selbstbestimmtes Leben. Und das gilt für alle Menschen in Europa und hier in Deutschland. Es gilt für die, die hier geboren sind, ebenso wie für die, die hier ein neues Zuhause gefunden haben. Und das unabhängig von ihrer Herkunft und unabhängig von ihrem Glauben. Mit der Einwanderung von Menschen aus der Türkei vor mehr als 60 Jahren, mit der Zuwanderung vieler Menschen unterschiedlichster Nationalitäten und Glaubensrichtungen sind wir ein vielfältiges Land geworden. Der Islam gehört zu Deutschland. So haben das Wolfgang Schäuble und Bundespräsident Wulff treffend formuliert. Heute formuliert die CDU das anders. Sie sagt, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Ich finde das beachtlich, Herr Merz, denn ich frage mich, ist für Sie schon völlig klar, um welche Werte es sich da handelt? Und sind auch die Menschen anderer Glaubensrichtungen davon betroffen, dass sie nur unter bestimmten oder eher unbestimmten Bedingungen zu diesem Land gehören? Die vielen Millionen Muslime und muslimisch gelesenen Menschen in Deutschland, die unser Land mit aufgebaut haben, die das jeden Tag tun, die fragen sich jetzt schon, ob sie eigentlich noch dazugehören. Dabei wäre es so wichtig, dass wir Zugehörigkeit und Zusammenhalt der Menschen stärken, die in Deutschland und Europa zusammenleben. Denn dieser Zusammenhalt macht unsere Demokratien stark. Und auch, Herr Merz, die soziale Sicherheit stärkt die Demokratie. Auch die soziale Sicherheit stärkt die Demokratie. Doch die Debatte über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltspraxis hat erhebliche Unsicherheit in unser Land gebracht. Denn diese Debatte wird zu einer Kampagne gegen den Sozialstaat missbraucht, von dem doch alle Menschen in Deutschland profitieren und nicht etwa, Herr Merz, die SPD-Fraktion. Denn er schützt die, die ihn brauchen, und den anderen gibt er Sicherheit. Und dabei befasst sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in keinster Weise mit dem Sozialstaat, sondern mit der Schuldenbremse, mit der Ausnahme davon. Ja, diese neue Interpretation der Schuldenbremse ist unerwartet restriktiv. Aber die Aufgabe ist lösbar, und wir haben sie gelöst.
Wir mussten klären, wie wir die Bewältigung der aktuellen, weiter andauernden Krisensituation, insbesondere die Unterstützung der Ukraine mit der Modernisierung unseres Landes und mit dem sozialen Zusammenhalt vereinbaren können. Denn nichts davon wollen und dürfen wir aufgeben. Und dabei ist es eminent wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass die Unternehmen, dass die Beschäftigten ebenso wie unsere Partner in der Welt darauf vertrauen können, dass die Zusagen dieses Staates gelten. Der offene Versuch von CDU und CSU in extrem unsicheren Zeiten für Deutschland und Europa einen Bruch der Regierung und Neuwahlen herbeizureden, ist gescheitert, Herr Merz. Es ist gut, dass die Ampel in diesen Zeiten unter der Führung der SPD Verantwortung für dieses Land trägt. Klar ist für uns, wir wollen und wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen mit allem, was sie braucht und solange es dauert. Und wir werden auch weiterhin schutzsuchende Menschen aus der Ukraine aufnehmen und bei uns versorgen. Derzeit stemmen wir die Unterstützung der Ukraine aus dem Haushalt. Bei einer weiteren Verschärfung der Lage haben wir jedoch vereinbart, die Ausnahmeregel der Schuldenbremse zu ziehen. Wir stehen an der Seite der Ukraine, ohne Wenn und Aber. Und gleichzeitig sind wir als Ampel angetreten, um unser Land zu modernisieren, die Infrastruktur zu erneuern und zukunftsfähig auszubauen, klimaneutral umzubauen, wie wir wirtschaften, wie wir leben, und dabei Menschen und Wirtschaft nicht allein zu lassen. Das alles schaffen wir nur mit einer strategischen, einer aktiven Industriepolitik. Denn uns ist es nicht egal, wo die Halbleiter gebaut werden, wo der Wasserstoff erzeugt wird. Und es ist uns auch nicht egal, ob die Industrieplätze, Arbeitsplätze in der Stahlindustrie erhalten bleiben. All das müssen wir nun unter veränderten Bedingungen finanzieren. Und wir haben uns deshalb darauf verständigt, Ausgaben zu priorisieren. Ja. Aber wir werden nicht die Gestaltung unseres Landes aufs Spiel setzen. Und wir sind auch nicht bereit, Menschen, die auf das Bürgergeld, das Wohngeld oder das BAföG angewiesen sind, für den Krieg bezahlen zu lassen. Oder die Menschen mit kleinen Löhnen und kleinen Renten dafür bezahlen zu lassen, dass dieses Land eine gute Zukunft hat. Denn dann ist es keine gute Zukunft. Wenn es um die Staatsfinanzen geht, dann wird gerne von Generationengerechtigkeit gesprochen. Wir dürfen den Kindern und Enkeln keine Schulden hinterlassen, heißt es dann. Wir wollen unseren Kindern ein Land hinterlassen, in dem Frieden und Wohlstand herrschen, in dem Klimaschutz, Artenschutz und der Schutz der Menschen vor den Folgen des Klimawandels auch gelingen und in dem der soziale Zusammenhalt gewahrt wird. Ja, die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, die sind gewaltig. Doch wenn es einfach wäre, Herr Merz, dann könnten es auch andere machen. Ich bin sehr froh, dass die Ampel, diese Zukunftskoalition, die Kraft aufgebracht hat, den gordischen Knoten beim Haushalt zu durchschlagen. Und jetzt werden wir den Menschen die Zuversicht geben, die sie verdient haben, dass eine gute Zukunft möglich ist. Vielen Dank. Saskia Esken ist unter anderem Parteivorsitzende der SPD.